Du möchtest dich selbstständig machen und dich auch vorbereiten, sodass du nicht zu denen gehörst, die nach 5 Jahren nicht mehr da sind? Dann lade ich dich heute ein, gerne mit mir auf eine Reise zu begeben, woran die meisten Gründer scheitern. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern habe selbst auch über 16 Firmen gegründet. Und einige davon musste ich auch einstellen und ansonsten habe ich über 2000 Gründer begleitet auf ihrem Weg und kann dir aus diesem reichen Fundus an Erfahrungen Tipps und Hinweise geben, woran die meisten scheitern. Die KfW Mittelstandsbank macht jährliche Umfragen und will natürlich herausfinden, warum die meisten Gründer scheitern. Und vor 10 bis 15 Jahren waren es noch die kaufmännischen Kompetenzen, die gefehlt haben. Also fehlender Finanzplan, fehlende Kosten-Leistungs-Rechnungen und viele andere Sachen, die gefehlt haben. Aber in der heutigen Zeit gibt es nicht nur sehr, sehr viele Software und Tools und Templates, die dich unterstützen, sondern es gibt vor allen Dingen auch viele Beratungsfördermittel, zum Beispiel durch das BAFA, wo dann 2x4.000 € Beratungskontingente zur Verfügung gestellt werden, damit du einen belastbaren Finanzplan hast. Heute sind es aber ganz andere Gründe, die Gründer zum Aufgeben zwingen. Die heutigen Hauptgründe, weshalb Gründer nicht erfolgreich werden, weil sie sich zu wenig mit Marketing auseinandergesetzt haben, weil sie die Kompetenzen nicht haben oder weil sie einfach die Positionierung am Markt falsch gewählt haben. Denn der Hauptfehler, den ein Gründer machen kann, dass er mit etwas an den Markt geht, was ihm selbst gefällt und draußen keinen anderen. Marketing bedeutet es also, sich intensiv mit den psychologischen Komponenten, mit den Bedürfnissen der Menschen da draußen auseinanderzusetzen. Und die entwickeln sich ständig weiter. Das heißt, selbst wenn du 20 Jahre einen Beruf gemacht hast und glaubst, du weißt Bescheid, was die Kunden da draußen brauchen und du bist der Meister darin, zum Beispiel Schreibmaschinen zu reparieren, dann kann es sein, dass der Markt sich schon komplett geändert hat und gar keiner mehr Schreibmaschinen repariert bekommen will. Das Wichtigste, was also Gründer lernen müssen, ist ein Gefühl zu bekommen, wie sich der Markt ständig weiter bewegt. Auf der einen Seite hören Bedürfnisse und Produkte und Dienstleistungsanfragen einfach auf zu existieren. Immer weniger Menschen kaufen heute CDs oder gar Schallplatten. Es entstehen aber auf der anderen Seite vorne an der Spitze der Trends und Marktentwicklung ganz neue Bedürfnisse. Und der Unternehmer, der Gründer, der das nicht gelernt hat, vorne am Markt Marktforschung zu betreiben, in Interaktionen mit den potenziellen Kunden zu kommen, Marktumfragen zu machen und seine Leistungsangebote, Dienstleistungen, Produkte danach zu entwickeln, der hat von vornherein keine Chance am Markt. Aber zum Marketing gehört es nicht nur zu wissen, was da draußen los ist und entsprechende Dienstleistungen und Produkte danach auch zu entwickeln, sondern es gehört auch die Fähigkeit dazu, Marktzugangskanäle zu bauen. Das bedeutet also, die Art und Weise, wie sich Menschen heute informieren über Produkte, die Art und Weise, wie Menschen heute Beziehungen aufbauen und Glaubwürdigkeit und symbolisches Kapital ablesen, haben sich komplett verändert. Heute wird nicht nur gefragt, was andere denken im persönlichen Freundesnetzwerk, sondern das Internet, die Google-Bewertung, die Google-Suchmaschine, die Rezension, die Bewertung, all das wird immer mehr herangezogen. Und das muss natürlich ein Gründer auch lernen, nicht nur den entsprechenden Zugang überhaupt zur Zielgruppe zu bekommen, sondern wenn er gefunden wird, wenn er recherchiert wird, auch eine hohe Reputation aufweisen zu können. Die Webseite ist heute schon lange nicht mehr nur ein digitaler Prospekt, wo man sich selbst gut darstellt, sondern auch die User, die wollen wissen, die potenziellen Kunden, was sagen andere über dich? Wie groß ist die Menge der Kunden, die deine Produkte und Dienstleistungen schon gekauft haben und wie zufrieden sind die? All das gilt es im Rahmen der Positionierung des Marktauftritts mit einzubeziehen, damit du von vornherein einen guten Start hast, dann auch gefunden zu werden. Und sicherlich dauert es am Anfang auch eine Weile, bis die ganzen Suchmaschinen deine Seiten durchgelesen haben, deinen produzierten Content bewertet haben, damit du auch auf natürliche Art und Weise nach oben rankst. Der zweite Grund ist, dass dann durch Marketing, Marktauftritte, durch Landingpages, durch Sales Funnels sicherlich Leads generiert werden. Aber der Lead ist noch kein Kunde. Der muss jetzt betreut werden. Der muss durch einen Sales Funnel systematisch zum Order, zum Auftrag geführt werden. Und da benötigt es Sales-Kompetenzen. Und das hat viel zu tun mit Fragen stellen, viel damit zu tun mit aktivem Zuhören. Das hat etwas mit dem Verstehen des anderen auf der anderen Seite zu tun, dem Anfragenden, mit ihm in Kommunikation zu bleiben, Versprechen abzugeben, wieder anzurufen, Angebote zuzuschicken und nachzufassen. Und in diesem Prozess von 1, 2, 3, 4, 7, 14, manchmal bis zu 20 Schritten, dann den Kunden zum Abschluss zu führen. Wer also hier von den sogenannten Soft Skills wenig Fähigkeiten hat,
richtig Fragen zu stellen, wer also nicht mindestens 20 verschiedene Fragearten kennt, wer aktives Zuhören nicht kennt, wer Paraphrase nicht kennt, wer Sales Funnel Softwares wie Salesforce, Infusionsoft oder ClickTip oder andere nicht kennt, der ist natürlich ganz schlecht am Markt aufgestellt. Zusammengefasst ist das heutige Thema, weshalb Gründer scheitern, eher ein psychologisches Thema, sich in die Zielgruppe reinzudenken, in Aktionen zu stehen, in Austausch zu stehen, Bedürfnisse zu erfragen und sich immer wieder flexibel neu aufzurichten. Und auf der anderen Seite ist der Hauptgrund auch ein kommunikatives Problem, dass unsere Gründer und Unternehmer einfach zu schlecht, zu wenig ausgebildet sind im Bereich vom Verkauf, von Kommunikation, vom Fragestellen, vom Zuhören, von Führen der Gespräche zu Menschen, die Interesse haben, dein Produkt zu kaufen. Deshalb lade ich dich ein, dir auch einen Lernplan aufzuerlegen, damit du in diesen Kompetenzen fit wirst. Auch wenn du vielleicht nicht so viel Interesse dran hast und in deinem Team jemand hast, der das führt, brauchst du trotzdem, wenn du der CEO oder Inhaber bist, brauchst du für all deine strategischen Entscheidungen das Wissen, wie das funktioniert, wie Marketing funktioniert, wie die Sales-Prozesse funktionieren, was die Möglichkeiten sind, um nicht nur den Traffic zu vergrößern, sondern auch die Conversion-Quote. Denn wenn die Conversion-Quote von 10:1 auf 5:1 wechselt, dann hast du doppelt so viel Umsätze oder nur die Hälfte der Kosten für deine Lead-Beschaffung. Ich lade dich also ein, einen Lernplan aufzustellen, und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Unternehmen optimal vorzubereiten oder, wenn es schon besteht, darauf optimal zu optimieren, dann kannst du gerne jetzt Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne kannst du unseren Kanal abonnieren und das Video jetzt mit Daumen hoch liken. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Gründung oder bei deinem Wachstum. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast, und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.